So, und damit herzlich willkommen zum 14. Part von BeamG.Drive und heute sind wir mal wieder auf der Insane Testing Map und ja, wir werden heute natürlich ein bisschen Offroad Fun haben, ja. Diese Stelle, die ich hier ausgewählt habe, nennt sich Offroad Fun. Hier ist irgend so ein widerlicher See. Und ja, hier werden wir hoffentlich auch Offroad Fun haben. Weil wenn nicht, dann haben wir keinen Fun. Ja, oh Gott, ich bin so dumm, schon wieder. Und ja, ich würde einfach mal sagen, Motor an. Wir fahren hier mal mit unserem guten alten Ibishu-Hopper durch. Hat ja schon gut geklappt, der kommt da halt nicht mal rüber, oder? Sollen wir ihm mal helfen? Okay, Leute, ich glaube, wir fahren mal vorbei da dran. Weil ich glaube, unsere Karre ist nicht ausgelegt für sowas. Deshalb fahren wir einfach mal vorbei dran. Und hier ist Wasser. Okay. Dann fahren wir hier mal runter. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht umkippen. Weil das hier schon sehr aussieht, als würden wir hier umkippen. Oh mein Gott. Kommen wir da hoch? Ja. Sogar so ziemlich ohne Probleme, dachte ich. Wir helfen ihm mal. Oh mein Gott, was zur Hölle ist das hier? Da müssen wir Sprung holen. Und rüber. Okay. Ja, ich weiß schon, dass unser Motor trocken läuft. Oder was auch immer Engine Draft of Oil heißen soll. Fahr mal rückwärts, danke. Mit Anlauf. Hoch, 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 du schaffst es. Du schaffst es, mein kleiner Jeep, ja. Mein Gott, der driftet voll. Das müsste nicht Offroad Fun heißen, das müsste Offroad Drift Fun heißen. Hier brauchen wir Anlauf, dass wir da hochkommen. Das war mir schon ziemlich klar, dass wir das nicht schaffen. So. Oh, doch, wir haben es geschafft. Okay. Wir sind da schon ein paar Mal umgefallen, aber wir haben uns immer wieder gerettet, auch durch meine Hilfe, aber trotzdem. Oh mein Gott. Und ja. Wir haben es einmal geschafft, wir haben Offroad-Fahrt einmal durchgefahren, aber wir sind gerade mal bei 3 Minuten und wir wollen natürlich so die 15-Minuten-Folge erreichen. Deshalb mal haben wir hier noch ein bisschen Spaß. Und setzen mal unser Zuhause da hinten. So. So, jetzt bitte einmal hinterfahren. Was ist das da hinten? Da, komm, den Looping fahren wir nachher auch mal noch. So. Ich setze mir mal mein Zuhause hier. Und gib dann Gas. Und wir brauchen hier etwas mehr Anlauf. So vielleicht. Auch wenn die Karre jetzt eigentlich gar nicht mal so langsam ist. Von Jeep zumindest nicht. Okay, wir brauchen eine schnellere Karre. Haben wir den Pre-Runner aktiv? Wir müssen mal kurz schauen. Pre-Runner. Okay, das ist Pre-Runner. Nein, haben wir nicht. Jetzt dürften wir es aber ändern. Wir müssen kurz warten. Ja, genau. Dann haben wir jetzt hier den Pre-Runner, den werden wir, glaube ich, brauchen. Auf jeden Fall. Wo ist er? Da hatten wir ihn. Hier. LKS Pre-Runner. Eins meiner Lieblingsfahrzeuge von Mods in BeamG. Ich mag den Pre-Runner. Ich finde ihn cool. Er braucht halt manchmal etwas länger zum Laden. Das nervt mich an ihm, aber sonst
Das ist eigentlich, kann man sich nicht beschweren über die Karre. Aber mit dem schaffen wir das hier. Wo müssen wir hier hin? Oh. Ja, schön. Was passiert hier jetzt? Außer dass wir in ein schwarzes Loch fallen. Wir fallen unendlich lang. Okay. Wir müssen hier etwas schneller drüber, wenn wir. Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine richtig gute Idee. Komm, wir nehmen mal einen McLaren. Bei einem McLaren, für den. Der ist schnell. Da kann man sich eigentlich eher weniger beschweren darüber. Beschweren kann man sich eigentlich eher weniger. Wir sind schon fast zu schnell. Ja, jetzt sind wir, waren wir zu langsam. Wir müssen zu einem Mitten-Temperatur. Geschwindigkeit haben, so um die 90. Ja, genau. So. So, wir nehmen jetzt Anlauf. So. Meint ihr, wir fallen ins schwarze Loch? Nö. Okay, wir fahren mal durch den Loop. Oh mein Gott, wir haben den Looping geschafft. Junge, ist der laut! Hier ist Eis, da können wir nachher auch mal noch hin. Wir fahren jetzt mal hier runter. Also hier kann man einmal die Treppe runterfahren und einmal von hier. Okay, ich glaube, wir stellen uns mal, wir platzieren uns jetzt mal hier hin. Der McLaren ist aber zu schnell. Wir brauchen irgendwas richtig Langsames. Komm, lass mal den Audi S4 nehmen. Der ist zwar nicht langsam, aber deutlich langsamer als ein McLaren. So, wir müssen jetzt hier langsam runter, dass wir hier rollen und nicht fliegen. Nicht Windows-Taste. Steuerung. So, jetzt. Wir schaffen das. So, und oh mein Gott, diese Kameraperspektive. Und wie weit schanzen wir? Was schätzt ihr? Ach so, das ist nicht meine Schanze. So, ja, scheiße. Okay, nochmal. Wir testen es nochmal. Und wir nehmen mal den Monster Truck. Komm, jetzt sollen wir mal die Treppen mit dem Monster Truck hinten runterfahren. Komm, wir fahren mal die Treppen hier runter mit dem Monster Truck. Der will das so richtig, ne? Oder auch nicht. Ich hab die Idee. Setzen mal hier unseren Spawn Point und fahren jetzt mal mit da drüben. Achso, nee, komm, wir fahren mal mit ihm. Ne? Au. Okay, Leute, wo gehen wir hin? Ich habe hier hinten noch sowas gesehen. Ich glaube, das machen wir jetzt noch als letztes. Was ist das hier? Wir machen das hier. Wir spawnen ihn hier mal, setzen hier Spawnpunkt und fahren hier mit dem Hirochi SBR vor. Warum nicht? Das ist doch eine coole Karre, die gefällt uns allen. So hoffe ich mal, weil mir gefällt er. Das ist also auch eins meiner Lieblingsautos in BMG. Der ist nicht zu schnell, nicht zu langsam. Was? Was zu?
sogar zu langsam. Vielleicht brauchen wir ein bisschen Anlauf. So, das dürfte reichen. Zum Glück hat er seinen Motor hinten. Sonst wäre der nämlich komplett trotzdem, wenn wir nochmal mit unserem McLaren hier runterfahren. Habe ich meine Lambos aktiv? Lambo. Lamborghini Diablo. So. Dann Lamborghini Huracan, ne? Und dann noch unseren Murcielago. So. So, wir nehmen mal. Nehmen wir mal. Also, komm, was für ein Lambo von den drei nehmen wir? Ihn hier? Wir nehmen alle, wir fangen mal mit Lamborghini Diablo an. Den finde ich irgendwie am coolsten von den allen hier. Auch wenn es ein Automation-Auto ist, wo man halt nicht reinsitzen kann. Also reinsitzen, das heißt reinsitzen, aber nicht in die Perspektive von innen gehen kann. Und. Ja, sieht schon schön aus. Der ist auch schnell. Deutlich schneller als der SBR4. Der hat seinen Motor zum Glück auch. Ah, der ist ganz schön zusammengeteilt. Wir nehmen nochmal den Murcielago vielleicht hier. Und danach nehmen wir den Huracan. Lamborghini Huracan Performante. Oh, der ist auch nicht schlecht aus, aber ich glaube, der ist nicht viel langsamer oder beziehungsweise schneller wie der andere. Ja, doch, ein bisschen. Okay, dann nehmen wir mal noch den einen und dann würde ich sagen, dann war es das auch mit der Folge. Nach ihm hier. Als Performante oder als normal? Performante natürlich. Performante, Lamborghini oder keine Performante natürlich. Schön, das Beste vom Besten, allerbesten vom Lamborghini. Und ja. Oh yeah. Ja doch. Wow, das sieht auch nicht schlecht aus. Schöne Hupe hat er. Ich glaube, der war am schnellsten von allen. So. Schöne Drifts hier ziehen. Und aber wir können hier ein paar schöne Drifts ziehen. Aber das war's dann auch mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da.